Während einige Leute offensichtlich immer noch der festen Überzeugung davon sind, dass Einbildung auch irgendwie eine Form der Bildung ist, sich dann aber insgeheim die Schuhe verkehrt rum anziehen und beim Überqueren der Straße sicherheitshalber nach oben und unten schauen, freue ich mich ganz im Ernst darauf, heute wieder die intellektuelle Elite hier auf Playzocker Reviews versammelt zu haben. Und nein, das ist in eure Richtung tatsächlich überhaupt nicht beleidigend gemeint, aber ich verfüge über einen Fernseher, auf dem regelmäßig Nachrichten laufen. Und wenn wir davon überzeugt sein können, dass die Erde womöglich tatsächlich doch unter Umständen eine Scheibe ist, die Klimaerwärmung damit aufzuhalten ist, dass irgendwelche Twitter-Trolle mit Tastatur-Tourette irgendeinen Blödsinn absondern oder sogar sonstige Leute mit geistigem Durchfall ins Fernsehen dürfen, dann ist es womöglich tatsächlich schon als absolute Leistung zu verzeichnen, die Uhr lesen zu können, zu wissen, dass Sonntag ist, dass 17 Uhr ist und wo man um genau diese Zeit sein muss. Und das ist etwas, das möchte ich heute mit euch feiern. Ganz im Ernst. Wir haben offensichtlich Grund genug zu feiern, dadurch, dass wir wieder... Verzeihung. Ihr versammelt sind und über den Wahnsinn philosophieren dürfen, der sich in der vergangenen Woche zum Glück nur in unseren Postkästen abgespielt hat. Beginnen möchte ich das Sammlungsupdate aber ganz ehrlich damit einmal wieder Danke zu sagen. Weil nach dem, was ich am Anfang vom Sammlungsupdate letzte Woche gesagt habe, habe ich unzählige Zuschriften bekommen hier auf YouTube, auf Facebook, via E-Mail von Leuten, die sich mehr oder weniger ein bisschen Sorgen um mich machen, aber ich kann euch tatsächlich beruhigen. Es geht mir eigentlich gut. Ich habe keine Schmerzen, ich habe keine Probleme. Das Einzige, was ich wirklich tun muss, ist nach bestem Wissen und Gewissen meine Stimme schonen und mich mehr oder weniger eigentlich nur seelisch darauf vorzubereiten, Ende Februar dann operiert zu werden, dann mehr oder weniger einen Monat lang Pause zu machen. Was sich in dieser Zeit hier auf YouTube tut, das kann ich noch nicht prognostizieren. In erster Linie wird es wahrscheinlich relativ viele Livestreams von der PlayStation geben, weswegen ich die vergangenen Tage etwas intensiver genutzt habe, um über zahlreiche Quellen ein bisschen mein Spielearsenal aufzumagazinieren, um dann in dieser Woche und in diesen Monaten nicht an der absoluten Langeweile dahin zu siechen. Aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was sich vergangene Woche in meinem Postkasten getan hat. Da sind nämlich wieder die ein oder anderen Schmuckstücke gelandet. Einerseits habe ich von Indeed Film und Illusions Unlimited das brandneue Mediabook zu Rabid, der brüllende Tod, bekommen. Viele Leute haben ja früher gemeint, dass das einer meiner Spitznamen ist. Meiner Meinung nach hier das Evil Dead-mäßige Cover C mit dem absolut genialen Deadite-Blick eigentlich. They're coming to get you, Ash. Falsches Zitat. Dazu dann allerdings zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Ich muss den Film noch sichten, muss mir das ganze Bonusmaterial noch anschauen und werde dann über diesen Release im Blu-ray-Check wie gewohnt ein Video machen, um euch eben zu sagen, was von dem Teil zu halten ist. Außerdem habe ich vergangene Woche wieder mal ein bisschen Zeit auf Willhaben verbracht und dort ein bisschen geschaut, was im Spieleangebot ist und habe dort eines entdeckt, das ich tatsächlich schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste hatte, nämlich eigentlich seit es rausgekommen ist. Ich stehe einfach auf absolut schwachsinnige Shooter, auf ultra brutales Gemetzel und teilweise auch natürlich auf Inhaltsangaben, die je nach Interpretation auch ansatzweise Sinn ergeben können. Ich habe das tatsächlich gelesen und war absolut begeistert davon, dass mir hier angeboten wird, im Bogen fliegende Kugeln. Aha, und was machen die dann? Chain-Cover-Manöver und mein absolutes Lieblingswort, Meisterkiller-Assassinen-Bewegungen. Sollte auf dem Backcover von einem Spiel nicht irgendwo etwas stehen, was man dort machen, tun oder erleben kann? Ich habe einfach nur Wörter entdeckt, die ich ganz gerne in einem Wörterbuch nachschauen würde, wo ich aber doch irgendwie ziemlich überzeugt davon bin, dass sie einfach erfunden sind. Also gehe ich jetzt einfach einmal davon aus, dass man da ganz mächtig Badabum machen kann. Aber das werde ich mir eben in meinem, quasi der Zeit meiner Bettlägerigkeit genauer anschauen, wenn ich dann die PS3 vor allem auch
wieder mal ein bisschen an- und aufheizen werde, um diverseste Sachen zu zocken. Selbstverständlich werdet ihr weitestgehend dabei sein, weil nach dem Prinzip nutzt nichts, schaut's nichts, werde ich auf jeden Fall den Livestream aktivieren, sobald ich irgendetwas ansatzweise Spannendes zocke. Werde auch nebenbei vielleicht den ein oder anderen Kommentar schriftlich beantworten, aber sprechen beziehungsweise mit Facecam läuft da dann leider nichts. Was ich ebenfalls gemacht habe, und das zeigt, finde ich, schon fast meine Verzweiflung in Richtung Spiele, weil das Lustige ist, wenn man dann auf Seiten wie Rebuy oder Medimobs, wo übrigens die nächsten 5 Titel her sind, schaut, dann findet man eigentlich wahnsinnig viele Spiele zu wahnsinnig günstigen Preisen von unter 3 Euro. Und die Zustände, die ich da bis jetzt bekommen habe, sind eigentlich weitestgehend immer absolut in Ordnung. Bei Rebuy habe ich, glaube ich, noch nie was bestellt, aber bei Medimobs jetzt schon das dritte oder vierte Mal und bin mit dem Zustand, mit den Beschreibungen und auch mit dem Service dort wirklich, wirklich zufrieden und habe jetzt als absolute Verzweiflungsaktion auch Stormrise wieder gekauft mit dem hässlichsten, fettesten USK-Logo ever. Und ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt wundern, weil ich sage, wieder gekauft. Ich kann mich echt noch erinnern an dieses Spiel. Das habe ich mir damals irgendwann einmal gegönnt vor etlichen Jahren. Das kann schon gut 10 Jahre oder so her sein. 10 werden es nicht sein, sagen wir mal 6, 7, 8 Jahre halt. In meiner Anfangszeit des Trophäenjagens, wo ich mehr oder weniger wirklich alles gekauft und gezockt habe, was Trophäen hat, weil es einfach noch nicht so viel gab. Heutzutage suche ich das Ganze ja wirklich bewusst aus und spiele dann einfach nur den größten Bockmist, weil er einfache Trophies hat. Übrigens ein wunderschönes Case mit großartigem Innenartwork. Habe mir in Wien beim Libro das Spiel Stormrise geholt, weil ich glaube, es war damals entweder um 5 oder um 10 Euro im Angebot. Auf jeden Fall war es das weit und breit günstigste PS3-Spiel, was man zu der Zeit bekommen konnte. Hab's eingeworfen, hab's angefangen, hab's so unerträglich beschissen gefunden, dass ich nach der ersten Mission aufgehört und das Spiel sogar wieder zurückgegeben und umgetauscht habe. Ich glaube, das habe ich in meinem Leben noch kein zweites Mal gemacht. Ein derartiger Rage-Quit, wo das Spiel aufgrund seiner Scheißigkeit wieder zurück ins Geschäft wandert. Aber, und damit kommen wir vielleicht zu einem anderen Problem. Ich bin ja Trophy-Junkie. Was irgendwie bedeutet, dass Stormrise jetzt, nachdem ich das Tutorial geschafft habe und den ein oder anderen Move gemacht habe, mit, ich glaube, 4% Trophies in meiner Liste vor sich hin vegetiert, was natürlich meiner generellen Completion Percentage nicht wirklich zuträglich ist. Da bin ich momentan auf 82%. Obwohl ich überhaupt von den fast 500 Spielen, die ich jemals angeworfen habe auf der PS3 und PS4, nur bei 167 nicht 100% habe. Also das ist eigentlich ein absoluter Wahnsinn. Und Stormrise ist eines davon. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich dann schon wirklich Zeit habe, dass ich da ein bisschen was aufhole, kann ich ehrlich gesagt die Zeit auch nützen, um vielleicht da zumindest trophymäßig ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Und für 3 Euro ist da auch nicht wirklich was verkehrt. Genauso habe ich mir jetzt das etwas ältere Need for Speed Shift wieder geholt. Da hat man wahrscheinlich für das F wahnsinnig viel extra bezahlen müssen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wahnsinnig beliebt war dieses Teil nicht. Find's aber trotzdem nett, dass es zumindest mit einem Booklet daherkommt. Kann wieder mal ein bisschen Autorennen fahren. Und ich weiß, ganz ehrlich, die Grafik von der PS3 ist jetzt schon wirklich sehr altbacken im Vergleich zu dem, was man auf der PS4 kredenzt bekommt. Aber trotzdem habe ich ab und zu immer noch Spaß damit. Außerdem gegönnt Dark Void, ebenfalls für die PS3, hier auch wieder mal von Medimobs in gutem Zustand geliefert. Hallo Mark. Mit einem Booklet mit dabei und mit der Disc. Trotzdem muss ich sagen, hat dieses Spiel in der Art, wie ich es geliefert bekommen habe, ein wirklich, wirklich großes Problem. Ja, ich bin ein Idiot. Für alle Leute, die das noch nicht wussten, ja, ich bin tatsächlich ein Idiot, der sich nämlich dieses Spiel jetzt das zweite Mal gekauft hat. Wohlgemerkt das zweite Mal um 2,50 Euro, aber nichtsdestotrotz das zweite Mal gekauft. Sogar das zweite Mal bei Medimobs. Also ich hätte nur dort auf die alten Bestellungen schauen müssen. Ich hätte auch theoretisch vor der Bestellung nur in das
eine Regal mit den ungespielten PS3-Titeln schauen müssen, aber da habe ich offensichtlich nicht dran gedacht, habe mir demnach einfach ein Spiel zum zweiten Mal gekauft, aber um den Preis ist jetzt nicht wahnsinnig viel verloren, sodass wir das einfach herschenken bzw. bei irgendeiner Tauschbörse vielleicht einmal mitbringen und gegen ein anderes altes PS3-Spiel eintauschen kann. Also ich sehe jetzt hier tatsächlich das... den absoluten Schaden relativ gering. Schaden hat man wahrscheinlich automatisch schon, wenn man das spielt. Das ist tatsächlich ein Spiel, das überhaupt keine Platin-Trophy hat, sondern nur auf 100% geht. Dafür schafft man die 100% bei dem Spiel aber in unter einer Stunde. Trophies oder Trophäen sind auch tatsächlich als das einzige offensichtlich wirklich interessante Merkmal auf dieser Spieleverpackung angebracht. Schade eben, dass dieses Retail Game auf Disc eigentlich nicht einmal über eine Platin verfügt, aber dafür geht's zumindest schnell. Hat ein paar wahnsinnig doof lustige Bildchen im Booklet mit dabei. Und wir sehen hier hinten übrigens dann noch andere absolute spielerische Meisterleistungen wie Megamind, den ich ja auch schon gezockt habe. Bin aber tatsächlich echt gespannt, was das für ein absoluter Schrott ist. Genauso Brink ist ebenfalls eines der Spiele, das einem bei diesen Spielebörsen und Rebuy-Händlern immer wieder zu absolut wahnwitzigen Preisen nachgeworfen wird. Bin aber... in dem Fall übrigens sogar mit Wendecover ebenfalls geliefert, mit Booklet. Das Einzige, was ich aber hoppala, total schade finde, wenn Spielehersteller Wendecover anbieten, finde ich, machen sie es absolut nie richtig. Weil ich persönlich bin ja derjenige, der immer auf Einheitlichkeit Wert legt. Das heißt vor allem das Spine-Design, das muss passen. Da müssen die Hüllen einfach zueinander passen. Die Handykamera stellt nicht so gern scharf, sorry. Und da ist es dann oft bei den Wendecovern einfach so, dass man auf dem Spine dann auf diese ganzen Buttons und Hinweise hier unten vor allem verzichtet und dann schaut das Ganze einfach im Regal absolut unpassend aus. Abgesehen davon, dass man dann hier hinten auf die ganzen technischen Hinweise verzichtet hat, was jetzt nicht bedeutet, dass man hier ein schönes Backcover gestaltet hat, sondern es ist einfach... schwarz. Also egal wie unendlich kacke diese USK und sonstigen Logos aussehen, da gehört einfach das Wendecover nicht nach außen. Leider ist das allerdings das einzige Spiel, das ich wirklich beschädigt bekommen habe, das niemals in meine PlayStation wandern wird. Ihr seht es nämlich hier im Video besonders schön deutlich, ein absolut klarer Innenringriss. Diese Dinge passieren, wenn man die Discs nicht absolut sorgfältig, weil ich bin derjenige, vielleicht nennt ihr mich wahnsinnig, der die Discs immer mit zwei Fingern reindrückt und dann nachher noch einmal kurz hin und her wackelt und schaut, ob sie sich wirklich bewegen. Macht man das nicht und drückt man sie irgendwie nur so halbert rein, dass dann zum Beispiel eben diese Disc hier jetzt im Innen... von diesem Ding unter Spannung steht, dann kann es nach irgendeiner Zeit passieren, dass das Ganze reißt. Das Problem dahinter ist, dass durch die Rotation, durch quasi in dem Sinne die Zentrifugalkraft, sich dieser Ring dann einfach schlagartig weiterentwickeln kann und dann im Endeffekt die Disk innerhalb von der Konsole in zwei Teile zerspringt und dann einfach das Gerät komplett zerstört. Also, absoluter Tipp, bevor ihr irgendeine Disk einlegt, unbedingt kontrollieren, ob da irgendwelche Innenringrisse drauf sind und ansonsten im Zweifelsfall nicht abspielen. Außerdem habe ich zugeschlagen, Deadpool, ich weiß, dass du gerne vorkommen möchtest in diesem Sammlungsupdate, aber glaube mir, es wird nicht mehr lang dauern. Keine Panik auf der Titanic. Ich habe bereits vor einiger Zeit ein paar Titel aus dieser Amazon kaufe um 150 Euro und krieg 75 Euro Rabattaktion erzählt und eingekauft. Habe jetzt einen weiteren Titel bekommen, nämlich nicht nur die Action Heroes Steven Seagal Box, sondern jetzt auch die Action Heroes Jean-Claude Van Damme Box mit Shaw Bronson übrigens. Die letzte Schlacht hat begonnen. UFO. Ein UFO-Film mit Jean-Claude Van Damme. Ich krieg mich kaum mehr ein. Bin extrem gespannt, was mir dieses Teil zu bieten hat. Enemies Closer ist tatsächlich nicht nur eines der hässlichsten Cover-Artworks, das ich in der letzten Zeit gesehen habe, aber tatsächlich auch ein Film, der mich interessiert, immerhin vom selben Regisseur wie Time Cop.
Huiuiui. Aber das Ganze im, zum Preis von, ich glaube, nicht einmal 4 Euro im Schuber mit 2 Filmen kann man da, finde ich, tatsächlich ja sagen und hat seinen Spaß damit. Aber, und Deadpool möchte es heute echt wissen, baue ich einmal ein bisschen um, schiebe die Arrow-Videotitel hier noch nach hinten, um die kümmern wir uns gleich. Aber jetzt geht's einmal um die wichtigste Sache für mich, die ich im heutigen Update im Angebot habe, nämlich die neuen Deadpool-Fotobomb-Cover. Season 2 quasi, wenn man das so will. Deadpool ist uns allen mittlerweile wahrscheinlich ein Begriff. Nicht nur von Filmen wie Deadpool, Deadpool 2 oder Once Upon a Deadpool, natürlich auch seit Mitte der 90er Jahren in unzähligen Comics, die in meinem Haus mittlerweile 2 Regale füllen. Aber Deadpool ist vor allem bekannt für seinen Humor und für seine ausgefallenen Einfälle. Und da hat 20th Century Fox zum Kinostart von Deadpool 2 bereits eine absolut geniale Aktion abgeliefert mit dem Re-Release von zahlreichen Filmen als Deadpool Photobomb Cover. Klassische Blu-ray Cover verunstaltet von dem Merc with a Mouth, kamen in Amerika 16, im deutschsprachigen Raum später sogar 14 davon auf den Markt. Auf meinem Kanal findet ihr übrigens mit dem Suchbegriff Deadpool Photobomb Unboxings zu allen deutschen DVDs und Blu-Rays, beziehungsweise allen amerikanischen Blu-Rays. Jetzt allerdings kam es zur zweiten Staffel, passend zum Heimkinostart von Deadpool 2, und deswegen habe ich jetzt einmal relativ lange suchen müssen auf eBay, bis ich einen Händler gefunden habe, der wirklich alle 6 hatte, der keine Mondpreise verlangt hat, aber im Gegensatz zu den ersten Fotobomb-Covern, wo ja tatsächlich einige Leute gemeint haben, sie verkaufen die Blu-Rays, die in Walmart in Amerika 7 Dollar gekostet haben, um 40 Dollar weiter, hat sich das Ganze jetzt irgendwie so zwischen 12 und 15 eingependelt, und so bin ich auch zu einem ganz, finde ich, akzeptablen Gesamtpreis von 90 Dollar inklusive Zoll und Versand zu meinen Dingen gekommen. Und da hat man sich tatsächlich wieder mal einige extrem geile Sachen einfallen lassen, beispielsweise Roland Emmerichs, Verzeihung, Kultklassiker The Day After Tomorrow mit einem wirklich absolut coolen Deadpool-Motiv vorne drauf, wo er sich in einen aufblasbaren Schwan gesetzt hat und tatsächlich auf den Wellen vom Originalmotiv reitet. Das ist ein unglaublich genialer Einfall, ehrlich gesagt. Außerdem hier dann natürlich auf dem Spine auch mit Deadpool-Verschnitt und auf dem Backcover der Klassiker mit einfach der normalen Inhaltsangabe, den normalen Special Features und der Deadpool-Pose I wish I was in this movie, but I'm not. Und dem Hinweis eben, dass der Originalfilm hier drinnen ist. Drinnen einfach nur ein Repack von der Original-Blu-Ray. By the way, if you're watching this video from the US or from Canada, please feel free to use every single ultraviolet digital copy code you see me use here, because, well, I can't use it, then you can have it. Drinnen die einfärbige, langweilige Blu-ray-Disc, in diesem Fall ohne Motiv, dafür aber eben das Blu-ray plus Digital Copy Package. Wunderschön, finde ich, hier gemacht mit dem Deadpool-Motiv. Außerdem finde ich es absolut genial, was man hier aufgeführt hat bei dem Devil Wears Prada Motiv. Das ist nämlich tatsächlich ebenfalls das alte klassische Motiv, wo halt oben noch die Bilder von anderen Darstellern sind, aber egal. Der rote Stöckelschuh mit dem Teufelsdreizack. Und wenn wir hier ganz genau schauen, sehen wir nämlich, dass Deadpool natürlich auch Stöckelschuhe anhat. Das ist ja natürlich logisch. Ein wirklich, wirklich wunderschönes Cover und ein wirklich, wirklich genialer Einfall eigentlich. Hinten dann, wie gewohnt, sehr einfach gestaltet mit den gewohnten Motiven auf dem Blu-ray-Case. Dafür dann eben das normale Backcover mit der normalen Inhaltsangabe, den ganzen normalen Ausstattungen und drinnen halt eben neben dem UV Digital Copy Code der ganz normalen Standard Blu-ray. Leider übrigens sehr, sehr viele von diesen Cases, nur die durchlöcherten Echo Cases, die ich einfach überhaupt nicht leiden kann. Außerdem
Bin ich übrigens mittlerweile draufgekommen, dass die Filmindustrie in Amerika offensichtlich ganz, ganz dringend versucht, Matt Damon loszuwerden, weil in den letzten Jahren hat man ihn mehr oder weniger immer irgendwo hingeschickt und dann ansatzweise vielleicht versucht, ihn wieder zu retten oder auch nicht. So ist er in der Marsianer auch einfach alleine irgendwo ins Weltall geschossen. Irgendwie ein nettes Motiv eben hier. Mit Matt Damon im Original, mit Deadpool in der Parodie, sehr schön eigentlich hineingefotoshoppt in das Original, sieht das eigentlich ziemlich cool aus. Das Backcover dann eben wie gewohnt einerseits mit Deadpool gestaltet, andererseits drinnen im Blu-ray-Case das ganz normale und drinnen dann eben auch die ganz normale Martian Blu-ray. Finde ich an der Stelle übrigens, eine coole Sache, dass man hier nur die Originalfilme drinnen hat und nicht noch eine zweite Disc mit dem Deadpool-Film, weil das würde das Ganze nur teurer machen und außerdem für uns als Sammler kommt ja sowieso nur in Frage, alle Editionen zu kaufen. Und ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, eh schon 20 Blu-rays mit Deadpool. Das wäre jetzt echt unnötig, da auch noch welche zu haben. Dann passend zu 127 Hours, den Deadpool sogar in irgendeinem seiner Comics erwähnt hat und diese Szene parodiert hat, mit eben dem schönen Fotobomb vor dem Originalmotiv, wo er sich eben dann seine abgetrennte Hand hält. Was ich an dem Teil allerdings dann wieder schade finde, ist, dass eben das Cover der Blu-ray nicht dasselbe Cover ist, das eben hier persifliert wird. Das ist eher das Motiv, das damals, wenn mich nicht alles täuscht, auf dem Kinoplakat zu sehen war, beziehungsweise auch auf dem französischen Digipack, das ich irgendwann einmal auf dem Kanal vor etlichen Jahren auch schon mal vorgestellt habe. Da finde ich, führt sich diese Fotobomb-Cover-Edition ein kleines bisschen selbst ad absurdum, wenn dann eben das parodierte Cover im eigentlichen Blu-ray-Case nicht mehr vertreten ist. Dafür bekommen wir das Backcover eben von der gewohnten einfachen Re-Release Blu-ray mit dem Digital Copy Code, mit der Disc einfach drinnen. Und genau dasselbe muss ich jetzt ehrlich gesagt auch sagen zur Blu-ray von Alien. Auch da werden wir gleich sehen, dass das innenliegende Cover dann leider nicht wirklich zu dem passt, was hier für Deadpoolifiziert wurde. Außerdem finde ich dieses Motiv eigentlich herzlich unspannend. Also, ich weiß nicht. Damals, als man bei der ersten Welle bei Castaway noch Deadpools Gesicht zu dem Volleyball, was glaube ich Wilson gemacht hat, das war noch relativ clever und das war noch relativ cool, aber hier eben einfach Deadpools Gesicht als Alien-Ei verkehrt rum irgendwie im Weltall auf einem überdimensionierten Pop-Tart schweben zu lassen, das ist irgendwie fad. Was anderes fällt mir da ehrlich gesagt nicht ein. Dafür ist natürlich der Film alles andere als fad einer der größten, genialsten Filme ever. Ridley Scotts großartiges Sci-Fi-Epos. Aber auch hier ein eigentlich sehr, sehr schönes Re-Release-Cover mit dem Xenomorph auf dem Blu-ray-Case, aber eben wieder mal nicht einmal im Ansatz ein Motiv, das hier dazu passt. Eben gerade wenn so ein Motiv persifliert wird, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, sogar eigentlich selten bis gar nicht auf irgendwelchen Blu-ray-Cases gibt, wäre es sehr schön gewesen, hier dann zumindest etwas zu haben, was dem entspricht. Dafür eben auch das ganz gewohnte Blu-ray-Backcover mit dem ganz gewohnten Innenleben, mit der UV-Copy, mit der Disc. Und ganz zum Schluss noch ein eigentlich wieder mal recht cooler Film, der ähnlich so wie die Rache der Eierköpfe vielen vielleicht gar nicht mehr ein Begriff ist, aber tatsächlich eigentlich eine ganz coole Comedy. City Slickers mit sehr, sehr vielen bekannten Darstellern. Billy Crystal, Daniel Stern, den wir vor allem wahrscheinlich daher kennen, dass er, wie heißt er, Kevin allein zu Hause verfolgt hat. Hier ein sehr, sehr cooles Artwork eigentlich, weil man aus irgendeinem Grund die beiden anderen Darsteller im Hintergrund durch
Kühe ersetzt hat, beziehungsweise nicht durch Kühe ersetzt. Man sieht hier sogar ganz im Ansatz, dass tatsächlich die Kühe auf dem Originalcover auch hinten sind, aber eben weitestgehend verdeckt. Aber hier Billy Crystal vorne, absolut großartig durch Deadpool ersetzt, ebenfalls mit der Basecap, ebenfalls mit dem Pferd, natürlich ein Einhorn, das ist ja absolut logisch. Und sogar mit einem kleinen Gastauftritt von Brad Pitt hinten drauf. Das ist wirklich eines der genialsten fast von diesen Fotobomb-Covern, finde ich absolut cool gelungen, da eben dann als Backcover wieder mal das ganz normale Case einfach nur und drinnen auch. Finde, diese ganzen Teile fügen sich sehr, sehr schön, als einziger Titel übrigens ohne UV Digital Copy, fügen sich sehr, sehr schön in das Regal der bisherigen Deadpool Photobomb Editions ein, sehen absolut genial aus und sind in meinen Augen absolutes Pflichtprogramm für alle Deadpool-Fans. Ich glaube, 3 oder 4 davon kommen wieder mal in den deutschsprachigen Raum. Sobald die bei uns erschienen sind, werde ich sie mir natürlich ebenfalls noch einmal holen und dann noch einmal vorstellen. Ich beneide keine Frau, die in den 80er Jahren mit dem Vornamen Elvira herumlaufen musste. Na, wie wohnt sich's denn in der Unterwelt? Haben Leute mit mehr oder weniger Humorverständnis wahrscheinlich immer und immer wieder gefragt. Aber sogar die Elvira-Darstellerin Cassandra Peterson hatte damals alles andere als ein leichtes Leben. Angeblich sah ihr Vertrag sogar vor, dass sie Interviews und öffentliche Auftritte ausschließlich im Charakter der Elvira machen durfte und nicht als Cassandra Peterson. Offensichtlich wollte die Filmproduktionsfirma damals einfach auf Biegen und Gebrechen aus Elvira eine Kultfigur machen. Und was ist passiert? Elvira ist eine absolute Kultfigur. Und jetzt wird das Ganze ein weiteres Mal geehrt. Nach etlichen, sagen wir mal, Mediabook-Versuchen kommt jetzt einmal ein anständiger Release auf uns zu. In England hat sich nämlich kein geringerer als Arrow Video des Titels angenommen und veröffentlicht eine coole Blu-ray Special Edition, die dem Film auch definitiv gerecht wird. Das Ganze erscheint wieder mal in einem, ich nehme mal an, auf die erste Auflage limitierten O-Card-Schuber, wobei man diesen, wie bereits bei einigen anderen Titeln des Labels, mit diesem ganz, ganz bestimmten samtigen Finish versehen hat. Das hat jetzt ein bisschen komisch gewirkt, sorry. Ah, und das Ganze im Untergrund noch mit einem kleinen bisschen Holopapier versehen hat. Man sieht das vielleicht, wie sich der Hintergrund und eben vor allem diese türkisen und violetten Elemente ein bisschen zum Leuchten animieren lassen, wenn man das Ding bewegt, vor allem eben der Blitz und diese Aura um die Charaktere herum. Das ist wirklich cool gelungen. Außerdem sieht man, finde ich, dieses samtige Finish sehr schön daran, dass das Licht hier einfach komplett absorbiert wird und nichts reflektiert. Ich finde, dass der Elvira-Schriftzug sehr cool ist. Ich finde auch die Elvira-Pose hier sehr toll. Das Einzige, was mich bei dem Bild allerdings noch interessiert, ist, wer eigentlich da drinnen wohnt, weil ganz ehrlich, die ist nicht allein. Das einzige andere Mal, wo ich diese Frisur gesehen habe, war als Alien-Verkleidung in Mars Attacks. Außerdem würde mich echt interessieren, wer Officer Puczynski hier auf der rechten Seite ist und was auch die beiden anderen Charaktere hier auf diesem Cover zu suchen haben. Außerdem, nein, ich habe nicht die gemeint, sondern die Oida. Außerdem natürlich Elviras Verkaufsargumente. Dann das Ganze wirklich in einem schicken Schuber, echt wunderbar verpackt. Außerdem auf dem Backcover, diesmal sogar, und nein, meine Blu-ray hat noch nicht zu schimmeln angefangen. Ich habe die tatsächlich erst heute, also heute, wenn ich filme, am Freitag, im Postkasten vorgefunden. Das ist eigentlich, also das ist das Design. Also das ist das, wo Arrow Video und ihr Grafiker gemeint haben, ja, ich glaube, so schaut das gut aus. Nein. Es sieht tatsächlich so aus wie eine Petrischale, die man ungefähr 4 Wochen lang im Brutkasten gelassen hat. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch irgendwie passend. Wir finden hier die Inhaltsangabe, wir finden alle Informationen rund um den Release. Und wieder mal ist es ein Release, der auf einem 4K-Scan basiert und dann aber nicht als 4K-Blu-ray erscheint. Wir erfahren über die Cast and Crew, übrigens sogar hier darf Elvira nur Elvira heißen, und können uns dann einmal mit dem eigentlichen
eigentlichen Keep Case beschäftigen. Das bietet auf der einen Seite das exakt selbe Motiv, das wir auch auf dem Schuber finden. Diesmal halt allerdings nur ohne die Leuchteffekte, ebenfalls dasselbe Backcover. Damit sind wir schnell fertig. Drinnen dann, das finde ich echt geil. Ich meine, wieder etwas Material-Recycling, natürlich ein Ausschnitt aus dem Frontcover, aber das ist eine richtig fette Idee. Die Blu-ray-Disc einfach hoppla mit Elvira's Frisur voll tackern, aber sonst noch unten ihre Augen hervorlugen lassen. Das ist einfach wirklich cool und wirklich gelungen. Hier dann ein anderes bekanntes Motiv, diesmal allerdings eben nicht gezeichnet, sondern als Foto auf dem Cover drauf. Hier eben das Ganze dann auch in Weiß mit einem anderen neuen gezeichneten Motiv auf dem Booklet. Das ist einfach urgeil. Dann im Booklet über 30 Seiten, ebenfalls der Charakter vom Booklet. Hier dann eben noch offensichtlich Convention-Fotos und da eben wie Cassandra Peterson auch wirklich aussieht. Das ist wahnsinnig überraschend. Sehr cool gemacht, finde ich, mit eben diesem ganzen Element. Ich habe den Film auch tatsächlich noch nie gesehen. Werde das definitiv bald nachholen. Das sieht auf jeden Fall nach Wahnsinn aus, der mir sehr genehm ist. Sehr coole Veröffentlichung eigentlich von Arrow Video. Wieder mal sehr hübsch gemacht und vor allem ohne irgendeinen 40€ Mediabook Schwachsinn drumherum. Das zum normalen Preis ist eine wirklich coole Sache. Danke an Arrow Video. Okay, ich würde an der Stelle gerne mit euch ein Spiel spielen. Wir zählen auf, woran wir uns aus dem Film Waterworld erinnern. Ich fange an. Kevin Costner trinkt seine eigene Pisse. Ihr seid dran. Nein, das Monkey von Dennis Hopper war aus Super Mario Brothers, das zählt nicht. Und ganz ehrlich, auch wenn das jetzt nur eine Premiere und eigentlich eine Aufzeichnung ist und ich den Live-Chat, der neben dem Video mitläuft, gar nicht sehe, weiß ich, dass wahrscheinlich nicht wirklich viel gekommen ist, weil die Tatsache, dass Kevin Costner seine eigene Pisse trinkt, ist tatsächlich wahrscheinlich das Einzige, woran wir uns alle an Waterworld erinnern. Es ist auch die Eröffnungsszene und wahrscheinlich so ziemlich das, was viele als Einziges von diesem Film gesehen haben, weil sie nachher sich dazu entschieden haben, abzudrehen. Waterworld ist aber trotzdem ein absoluter So Bad It's Good Kultfilm geworden. Einer der größten Box-Office-Bombs, die Universal Pictures jemals produziert haben. Aber eben dadurch, dass der Film dann auf dem Heimkinomarkt und vor allem in den letzten Jahren eine Fangemeinde für sich gewinnen konnte, hat dazu geführt, dass sich Arrow Video jetzt des Titels angenommen hat und eine, muss man wirklich sagen, hoppala, Ultimate Edition zusammengestellt hat. Wir erfahren eben hier einige wahre und einige unwahre Sachen, eben beispielsweise the most expensive film ever made at the time of its release. Das stimmt. Waterworld has thrilled audiences through the years. Weniger. Aber egal, wir bekommen bei dieser Edition tatsächlich etwas absolut Geniales. Es handelt sich nämlich um ein 3-Disc-Set. Wir finden auf der ersten Disc einmal die ganz normale Kinofassung des Films mit einigen neuen Features, unter anderem einem Making-of in Spielfilmlänge. Außerdem gibt es den 40 Minuten längeren Extended amerikanischen TV-Cut, den ebenfalls in Full HD und dann außerdem noch den europäischen Ulysses Cut. Also insgesamt 3 Fassungen mit 135, 176 und 178 Minuten Laufzeit. Das ist, finde ich, wieder mal ein Set, wo Arrow Video aus den Vollen geschöpft hat. Jetzt allerdings möchte ich dieses Backcover-Blatt entfernen, damit wir uns einmal das eigentliche Cover und das Package anschauen können. Und da
hat Arrow Video, finde ich, ein absolut geniales Motiv, so ein kleines bisschen im Drew Struzan Look geschaffen, mit Costner, Hopper und anderen Charakteren, sieht das Ganze eigentlich wirklich sehr, sehr schön aus, eben mit diesem Finish, ein bisschen zeitungspapiermäßig, einfach alles ultra matt, ist das wirklich schick gelungen mit hier, hoppala, dem Sonnenuntergangsdesign auf der Rückseite, drinnen dann in diesem wieder mal absolut stabilen Schuber, das muss man Arrow Video ja wirklich zugute halten, was die hier für eine Schuberqualität bieten, finden wir natürlich einerseits das Keep Case mit tatsächlich diesmal einem ganz leicht durchschimmernden Backcover-Design sogar hier, wobei mir das damals noch gar nicht aufgefallen ist, demselben Artwork grundsätzlich auf dem Keep Case, aber eben drinnen einmal eine Blu-ray mit der Kinofassung, dann eine Blu-ray mit dem amerikanischen TV-Cut und eben dem Ulysses-Cut. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass auf allen drei Blu-rays dasselbe drauf ist. Allerdings handelt es sich bei den Discs 2 und 3 um ein Limited Edition Exclusive. Das heißt, falls sie den Titel irgendwann einmal neu auflegen, dann nur als Single Disc Release mit der Original Kinofassung. Wendecover gibt es diesmal dieses eigentlich recht klassische Motiv zu dem Film. Ist eigentlich, wirkt trotzdem total ungewohnt, so einen Film in der Arrow Video Collection zu sehen. Ich weiß nicht. Sie haben zwar eben auch schon einige modernere Filme gebracht, wie eben zum Beispiel auch Crimson Peak von Guillermo del Toro, aber trotzdem ist das irgendwie the odd one of the bunch. Ich weiß es nicht. Der passt irgendwie einerseits gar nicht ins Programm von Arrow Video, andererseits aber eben durch seinen Kultstatus passt er extrem geil ins Programm von Arrow Video. Hinten auf den Aushängefotos überall dasselbe. Dafür haben wir hier einige, ich muss mir den nochmal anschauen, echt, einige coole Motive aus dem Film, es ist ehrlich. Ja, da ist er ja. Wahnsinnig cool eigentlich gelungen, aber was wir ebenfalls noch mit dazu bekommen, ist, sobald wir das hier verpackt haben und ein bisschen den Verschleiß ausgebügelt haben, ist ein Poster mit auf der einen Seite dem klassischen, glaube ich, einem der klassischen Kinoplakate, was eben auf den Aushangfotos hinten drauf war und auf der Rückseite dann dem neuen. Das sieht echt nicht gut aus. Das ist eher so eine Art Cartoon-Version von Kevin Costner. Bist du deppert, ist das grauslich. egal wie wir es drehen und wenden, es sieht einfach schauderhaft aus. sogar so wirkt es irgendwie wie so ein ganz billiges 3D-Lentiki oder lalala, ich bin ein 3D-Foto von Facebook. auf jeden Fall, richtig gibt's das natürlich auch. Mit eben dem neuen Motiv. herrlich. Nein, und keine Sorge, meinen Humor werde ich nie verlieren. Außerdem mit dabei noch ein klitzekleines Booklettel mit diesem Motiv vorne drauf. Im Booklet mit dem Umfang von über 50 Seiten, diesmal halt wieder ein bisschen dickeres Papier verwendet, damit das Ganze ein bisschen hochwertiger erscheint. Texte sehr schön gestaltet, finde ich perfekt gemacht. Auch irgendwie sehr schön, so dieser alte Seemanns-Look mit diesem zerknitterten, vergilbten Papier im Hintergrund. Sehr schöne Zeichnungen, hoppala, und Skizzen mit dabei. Das ist wirklich eine sehr, sehr feine Sache. Und natürlich das großartige, wer kennt's nicht, Waterworld on Virtual Boy. Waterworld on Virtual Boy. Und für alle, die diese Reference nicht checken,
Schade. Wir haben da ein cooles Paket, auf jeden Fall ein wirklich genialer Release. Und man muss echt sagen, auch wenn der Film tatsächlich jetzt nicht wahnsinnig brillant ist, ein Film, der es sich absolut verdient hat, einmal eine wirklich geile Special Edition zu bekommen. Und das hat er mit diesem Release von Arrow Video allemal. David Cronenberg, George A. Romero, Dario Argento, das waren alles Horrorvisionäre ihrer Zeit. Wenn man sich das Ganze von den aktuellen Jahrgängen anschauen müsste, wären wir wahrscheinlich bei Guillermo del Toro. Ein großartiger Regisseur mit einer großartigen Vision, der uns im Laufe seiner Karriere schon einige wirklich großartige Filme serviert hat. Zuletzt war es Crimson Peak, der jetzt von Arrow Video in England in einer neuen Limited Collector's Edition erschienen ist. Und bevor wir uns das eigentliche Frontcover anschauen, leider bei mir hier ein kleines Aua drauf, schauen wir noch einmal auf das Backcover, das wir dafür dann nämlich entfernen müssen. Hier erfahren wir einerseits ein bisschen was über die Inhaltsangabe des Films, über diese Limited Edition, und ich werde es jetzt nicht alles vorlesen, sonst sitzen wir morgen noch da. Auf jeden Fall eine Edition mit umfangreichen Bonusmaterial, das hier angefertigt wurde für diese Edition, inklusive einem 80-seitigen Hardcover-Buch mit Texten und Interviews und Konzept-Artwork, was ich relativ cool finde, was wir dann aber erst in Kürze sehen werden in diesem Video. Das Ganze in einer richtig schönen Schachtel, muss man in dem Fall eigentlich sagen. Aber zuerst einmal ein Blick auf das Cover-Artwork. Und das ist in diesem Fall, man muss ja dazu sagen, Crimson Peak ist mittlerweile schon in einigen mindfuckian Artworks erschienen, aber das ist so wahrscheinlich das mondoigste, das abgefahrenste, aber in meinen Augen auch eines der wirklich absolut schönsten Designs, die wir zu diesem Film bekommen haben. Da steckt so viel drin, so viele Details. Ich weiß gar nicht, ob das die Handykamera ansatzweise erfassen kann, wenn ich da noch näher dran gehe. Hey, die Kamera ist geil. Wie viele einzelne Feinheiten hier drinnen sind oder hier alleine in diesem Brustkorb verarbeitet sind, da hat sich der Künstler wirklich, wirklich Mühe gegeben, ein absolut großartiges Design zu entwerfen, und das ist wirklich gelungen. Das ist wunderschön, obwohl es in Wirklichkeit mit Rot, Türkis und Schwarz nur dreifärbig ist, ist das ein absolut wunderschönes Design. Dann finden wir hier noch dieses Motiv auf dem Backcover. Da muss man echt sagen, Arrow Video startet auf jeden Fall stark ins Jahr 2019. Nachdem es 2018 zwar auch etliche wirklich sehr geile Arrow Video VÖs gab, aber mir trotzdem irgendwie schwer tat, was Außerordentliches für die Top 10 zu finden, hat man jetzt einmal im Jahr 2019 mit Arrow, mit Waterworld und Crimson Peak schon einmal zwei absolute Garanten für eine Platzierung auf so einer Liste gefunden. Wir finden hier ein, und das ist wirklich etwas Geniales. Ich habe eigentlich, wie ich das Ganze bekommen habe, geglaubt, dass da ein Digipack ist mit dem Film und hatte mich urgefreut, aber in Wirklichkeit ist es, mein, abgesehen davon, dass es wunderschön gestaltet ist und dieses Design wieder mal ein Meisterwerk, wunderschön, wie das hier eingepackt ist, ist es eben nicht ein Digipack mit dem Film, sondern es ist die Hülle für das Buch. Und das ist für mich aber auch irgendwie was absolut Neues. Ein Hardcover, bist du deppert! Holy freaking shit! Okay, das ist geil.
Deppert, ist das schön. Leider das Backcover überhaupt nicht gestaltet. Das ist für mich immer ein absolutes Manko. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn man da ein bisschen in diese Box hineinblickt, mit dem Schuber, mit dem Booklet, mit dem Außencover, das ist mit Sicherheit eine, hoppla, der schönsten Blu-ray-Boxen, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Heilige Scheiße, ist das genial. Dann haben wir in diesem Hardcover-Buch, wie bereits eben angekündigt, 80 Seiten umfasst das Ding circa. Einige Bilder davon, Archivzeichnungen, Behind-the-Scenes-Fotos zum Beispiel, neue Texte. Wunderbar. Das ist wieder mal wunderschön designt. Und dann hier im letzten Teil noch einige Konzeptzeichnungen. Vor allem die möchte ich einmal hervorheben. Das ist ja wirklich auch was Geniales. Super schön gezeichnet. Ein absolutes Meisterwerk wieder mal. Und das im Schuber. Ein Buch im Schuber. Das ist tatsächlich das unnötigste Bonzen-Gimmick ever. Aber es ist geil. Es ist absolut geil. Neben dem haben wir dann in der Box noch doppelseitige Karten eigentlich. Hier mehr so Charakterkarten, sehr schön auch einheitlich gestaltet. Und auf der anderen Seite dann noch andere Motive. Das ist cool. Und zu guter Letzt natürlich auch noch ein Poster, einerseits mit diesem Motiv hier und auf der anderen Seite, da auch wirklich geil, mit diesem Motiv, das jetzt in meinem Video quasi ein bisschen unwillentlich in 3D konvertiert wird. Aber das sieht cool aus und in der Box wartet dann auf der rechten Seite bei der ganzen Ausstattung fast schon alleine gelassen und verloren die eine armselige Blu-ray, wo dann auch tatsächlich der Film drauf ist. Sehr schön auch mit diesem Vier-Schriftzug im Hintergrund. Das ist wirklich geil. Da hat Arrow Video wirklich ein absolutes Meisterstück veröffentlicht. Das ist sicherlich jetzt einmal die ganzen riesen fetten Editionen wie diese Herschel Gordon Lewis Box oder With Nail and Eye außen vorgenommen. Das ist mit Sicherheit eine der schönsten Dinge, die Arrow Video jemals auf den Markt gebracht hat. Also ich weiß, die Top 10 der coolsten, besten und schönsten Arrow Video VÖs des Jahres 2019 wird mir alleine schon deswegen nicht wahnsinnig schwer fallen, weil das ist einfach nur geil. Wahnsinn. Und keine Ahnung, ob ihr das jetzt genauso seht wie ich, ob das für euch auch ein genial designtes Meisterstück ist oder irgendwie so ein Schrott. Das würde ich jetzt wahnsinnig gerne in den Kommentaren lesen. Dort könnt ihr eure Meinung zu allen heute vorgestellten VÖs, natürlich auch zu meinem Video im Allgemeinen zum Besten geben. Ich freue mich schon drauf, eure Meinungen und Kommentare zu lesen. Vor allem natürlich, weil ich immer sehr gespannt bin drauf, ob eure Meinungen jetzt mit meinen übereinstimmen oder vielleicht einfach in eine komplett andere Richtung gehen, was ja auch schon des Öfteren passiert ist. Und finde ich auch die ganzen Diskussionen rund um das Thema Film, Veröffentlichung und Verpackung sehr schön und sehr angenehm beleben. Ich möchte mich auf jeden Fall auch diesen Sonntag wieder für das Einschalten beim allwöchentlichen Sammlungsupdate hier bedanken. Hoffe, dass ihr Spaß hattet, auch wenn die Folge heute mal wieder nicht allzu lang war. Allzu viel habe ich auch nicht bekommen, aber ich bin auf jeden Fall einmal gespannt, was die nächste Woche bringt. Bestellt ist definitiv einiges. Es wird auf jeden Fall was landen. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns im Laufe der nächsten Woche mit etwas absolut Wichtigem, weil morgen geht's endlich los. Ich habe in den letzten Tagen wie wild an meinen persönlichen Top 10 Listen gearbeitet und habe es
geschafft, da Ordnung reinzubringen. Werde ab morgen starten. Gestern habe ich bereits das Intro gepostet mit den allgemeinen Informationen rund um die Top-10-Listen. Diesmal wird es wieder geben eine Top-10-Liste mit den besten Arrow-Video-VÖs, eine mit den schönsten Full-Slips. Natürlich wird es auch eine Liste zu den besten Media-Books geben, wobei ich mich diesmal auf die Top 40 ausweiten musste, weil es einfach nicht nur einige wirklich geniale Ausreißer-Media-Books gegeben hat, sondern viele Labels, die einfach durchgehend hochwertige Qualität geliefert haben, und ich fände es echt schade, wenn ich dann mich zum Beispiel auf eine VÖ pro Label oder pro Reihe oder pro sonst was beschränken hätte müssen. Deswegen Top 40 für alle, die aber sich trotzdem nur für die höheren Plätze interessieren, die können, weil die Top 10 Listen so wie letztes Jahr mit Playlists organisiert sind, auch ganz einfach und übersichtlich weiter nach vorne springen. Wir haben die Top 20 Steelbooks, die Top 20 besten VÖs des Jahres 2018 und die Flop 10 VÖ Fails. Zu den leichtesten Platin Trophies bzw. den besten und schlechtesten Filmen bin ich ehrlich gesagt noch nicht gekommen. Das Ganze ist auch ein bisschen in meiner mir auferlegten Stimmschonung untergegangen. Deswegen sind die Top 10 Plus Listen dieses Jahr auch ein bisschen anders als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich ja zu jedem Platz ein eigenes Video gemacht, das neu anmoderiert und euch dann den Clip vom Sammlungsupdate bzw. den Ausschnitt aus dem Sammelsurium gezeigt. Dieses Jahr musste ich leider auf die neue Anmoderation verzichten. Einerseits, weil alle Top 10 Listen aus ca. 150 Einzelvideos bestehen und ich weder die Zeit noch die Stimme habe, um 150, seien es auch nur 1- bis 2-minütige Anmoderationen zu machen. Das tut mir natürlich leid. Deswegen musste ich die einfach ersetzen mit Texteinblendungen, wo dann eben einfach steht Platz 10, der und der Titel. Dann kommt der quasi bereits bekannte Clip. Aber nachdem das Ganze in der Playlist ist, könnt ihr eben, nachdem ihr erfahren habt, welcher Titel auf den jeweiligen Platz gelandet ist, selbst entscheiden. Wollt ihr euch das Unboxing anschauen, entweder noch einmal, oder vielleicht habt ihr damals das Sammlungsupdate gar nicht gesehen und wisst gar nicht, worum es geht, dann ist es natürlich cool, dass es da ist. Oder aber ihr entscheidet euch dazu, nein, ich kenne das, ich springe einfach zum nächsten Platz und fertig, und das passt auch. Deswegen die Unterteilung der Top 10 Listen in einzelne Videos, weil es meiner Meinung nach die Navigation deutlich vereinfacht. Ich finde es auch einfacher und angenehmer, als würde ich das Ganze in ein Video hauen mit Timecodes in der Videobeschreibung, weil auch die sind dann teilweise nicht auf allen Geräten irgendwie angenehm und gut verfügbar. Auch wollte ich keine Premiere und keinen Livestream dazu machen, weil ich mir auch dann gedacht hätte, das zwingt einfach dazu, dran zu bleiben und jeden einzelnen Clip anzuschauen. Deswegen glaube ich, ist es für euch am komfortabelsten, mit der Playlist und mit der uneingeschränkten Möglichkeit hin und her zu skippen. Hoffe, dass ihr da meiner Meinung seid. Bin schon sehr, sehr gespannt, was ich dann als Feedback von euch für die einzelnen Top 10 Plus Listen bekomme. Vor allem, weil ich ja schon meine Platzierungen kenne und weiß, dass da der ein oder andere sehr kontroverse Titel dabei ist und die ein oder andere sehr kontroverse Platzierung. Das gibt's auf jeden Fall nächste Woche. Arrow Video, Full Slip, Media Book, Steelbook, Best of und Worst of. Das sind 6 Listen, die euch in den nächsten Tagen erwarten. Außerdem selbstverständlich der Blu-ray-Check zu Rabbit, der brüllende Tod von Indeed bzw. Illusions. Da muss ich mich aber erst durch die Blu-rays suchten und sehen. Ich freue mich drauf. Sag auf jeden Fall an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns definitiv in genau einer Woche am Sonntag um 17 Uhr wieder hier mit der nächsten Ausgabe vom Sammlungsupdate. Bin mir aber schon absolut sicher, dass wir uns in der nächsten Woche öfter sehen. Vor allem, es ist Top-10-Zeit. Und das wird lustig. Bis dahin, ciao.